Willkommen zurück zu Ahead in Time. Wir haben beim letzten Mal hier Chapter 4 erreicht, was scheinbar nur ein riesiges Free-Roaming-Berg-Level ist. Und da ich wieder von vorne anfangen muss, sehen wir uns gleich an der Stelle wieder, wo wir letztes Mal das Bonus-Level gefunden haben. Also bis gleich. Oh, never mind, wir spawnen direkt sogar schon hier. Ne, hier vorne. Direkt hier war ja das Ding. Haben wir mit dir schon geredet? Much about the goats up here, but we try to give them a wide berth. If you get in their way, they tend to be a bit pushy. Okay, also sie sind Ziegen und die sollen wir wohl nicht verärgern, weil sonst haben wir ein Problem. Alright, alright. Hier können wir durch, aber lass mich mal ein bisschen hier umschauen. Was gibt's denn hier alles? Das ist auf jeden Fall eine große neue Area. Ich weiß nicht, wie viele Missionen oder generell Akte es hier geben wird. Eventuell gibt es auch nur diesen einen Akt hier und das war es auch schon. Ich weiß es nicht. Dafür ist es vielleicht so der größte Akt im Spiel. Ich weiß nicht, ist ein riesiges Level. Ganz viele Berge ineinander. Ja, was mit denen? Okay. Ich weiß jetzt nicht, was genau der Dude jetzt damit meint, aber ist auch okay. Hä? Was schieße ich da? Ach so, hä? Lol. Hä, was zum... I am one with the wall. Ich möchte, dass du mich jetzt alle Wall Kid nennt. Nein, komm. Wir wollen jetzt nicht weiter glitschen. Wir wollen uns hier umschauen. Was ging denn da gerade? Ah, ich habe gesehen, hier ist ein Haus mit dem Dude. Ja, ja, du sagst immer das Gleiche. Achso, stimmt, wir wollten ja sparen. Wir wollten ja sparen auf dieses 100% Feinde-Abzeichen. Deshalb lassen wir das mal lieber mit ihm. Das ist sowieso gerade fast nur negative. Okay, boah, hier ist einfach so viel zu erkunden. Da unten war auch nochmal so viel. Ich muss aber eigentlich nochmal runtergehen. Hier können wir was aufsprengen mit dem Hexenhut. Boom. So ein bisschen Money, aber gut, für die drei Dinger hat es sich eigentlich nicht gelohnt. Boah, ich bin so overwhelmed. It's this way. Aha. Da kann man sich schleudern lassen zum neuen Gebiet. Aber warte mal, warte mal. Hier kann ich nicht rein, ne, in das Haus, oder? Sieht schon so aus, könnte man da rein, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Na gut. Wir können hier auf jeden Fall runter. Haben wir mit dir geredet? Just those bright flashing lights in the sky? Ja. They started appearing recently after some weird hourglasses fell from the sky. Hmm. I wonder what they could be. Ja, unsere Dinger natürlich. In any case, wait, what? I really wish they wouldn't be so bright. They're blinding. Was, wir haben ihn verpasst? Da ist er hinten hingezeigt. Von da kommen wir doch, oder war das irgendwo woanders? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ja? Okay. Achso. Ah. Ja, das sieht interessant aus. Riesige Berge, riesige Orte. Boah, ich bin richtig gespannt jetzt. Bist du böse? Hallo? Großer, starker Mann? Bist du böse? Ja, auf jeden Fall. Ah. Aua! Da slappt er mich einfach. Okay, ich denke, den sollten wir lieber mal in Ruhe lassen. Der hat gerade keine so gute Laune. Nein, hier sind keine Hourglasses, sagst du? Hm, what a shame. Ich gucke mich trotzdem mal hier um, weil, wenn mir schon gesagt wird, ich kann hier alles wegsprengen, vielleicht ist es ja ein Tipp. Ich gehe hier trotzdem mal auf Erkundungsjagd, Erkundungstour, was auch immer. Aha, denn hier gibt es zumindest noch Secret Wolle. Let's go. Warte, was? War schon da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt 18. Das ist natürlich sehr viel. Hier ist noch so ein Loot. Komm mal, Mann, ey. Wo sind wir jetzt? Was? Hörnerblasen für neue Wege? Was meint der? Und wo bin ich jetzt eigentlich schon wieder? Ich bin schon wieder ganz woanders. Aber das nehme ich mal mit. Aber bitte nicht noch Luft runterfallen lassen. Bitte nicht. Okay, dann... Ja. Genau deswegen. Dankeschön. Ja. Was soll's? Ah, das war direkt hier. Hier lang. Ah. Und hier haben wir wieder was Neues. Zweiten Windmühle.
dass du den Pfad ansteuerst, den du gehen willst. Und warum habe ich jetzt gerade Damage bekommen? Von was denn eigentlich? Ja, welchen Weg will ich denn eigentlich einschlagen? Ich meine, hier gibt's ja jetzt nichts. Da unten ist eine kleine Insel. Lass mich mal da drauf landen. Joinks. Aha, hier ist nichts. Ja, cool. Was? Ja, man kann sich ja alles anschauen, aber das wäre mir zu langweilig. Komm, ich will Action erleben. Ich will mir keine Bildchen anschauen. Boing. Ja, komm, gehen wir einfach weiter. Ignorieren wir den Dude. Den können wir sowieso nicht schlagen oder besiegen oder sonst was. Wo bin ich hier? Okay. Hier können wir wieder zurückgehen, wenn wir wollen. Gehen wir aber erstmal weiter. Oh, unter mir ist noch ein bisschen was. Da waren wir hier nicht schon? Hier waren wir doch vorhin erst. Tatsächlich, hier waren wir doch vorhin erst. Oh Gott, mein Kopf. Wo bin ich? Warte, war hier nicht in der Nähe irgendwo ein... Hier war doch in der Nähe so ein Ding. Wo ich mich rüberschleudern kann zum nächsten Gebiet. Wo war denn das? War das nicht hier? Hier? Hier oben? War es hier oben? Dämmerungsglocke. Ja, hier war es. Okay. Dann holen wir uns unseren Eishut, unseren Miau-Miau-Katzenhut und... Juhu! Oh, was ist das für das Ding hier? Oh. Okay, jetzt bin ich komplett überfragt. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe das Gefühl... Vielleicht kommen wir ja noch gar nicht wirklich weiter. Wo sind wir hier eigentlich jetzt? Why don't we blow the horns ourselves? Ah. Up this high, the air is really thin. It's hard for us to take deep enough breaths. It doesn't seem to bother you, though. Ja, du hast aber auch so ein Mumien-Outfit an. So ein Schalger-Outfit, da könnte ich auch nicht so gut atmen. Vor allem hier oben. Blasen wir mal! Boah, krass. Oh, damit schalten wir das nächste Areal frei. Ah, damit schalten wir generell alle Areale frei. Wie viele sind das denn? Zwei? Drei? Vier? Fünf? Okay, fünf. Du hast Segendorf abgeschlossen. Aha, okay. Cool, ich habe das Siegdorf abgeschlossen. Gehen wir mal zur Lava-Welt. Weil, warum nicht? Vor allem nach letzter Folge habe ich ja bestimmt noch mehr Lust auf Lava-Welten. Das war Sarkasmus. Aber egal, wir gehen jetzt trotzdem hier lang, weil es direkt nebenan ist. Und ich glaube, es ist hier egal, welche Reihenfolge man macht. Hoffe ich mal. Juhu! Zwischen der Lava-Abzweigung. So heißt das Gebiet hier. Okay, hier gibt es nichts. Ich gucke mich trotzdem mal um. Können jederzeit zurückgehen, wenn wir wollen. Aber war ein langer Weg, also muss ich jetzt mal gelohnt haben hier. Hallöchen, Spinnilein. Tote Spinnilein. Harder to the right. Okay, dann geh ich mal zu der right, wenn du das sagst. Dass es hier super toll warm und heiß ist. Richtig hot. Richtig super hot. Dann geh ich mal hier lang. Oh, gerade noch so erwischt. Für einen Lavakuchen. Oh, hier ist wieder ein weiterer Weg. Warte. Ganz ehrlich, dann gehe ich nochmal einen anderen Weg lang. Weil ich glaube, hier geht es vielleicht weiter in ein neues Gebiet. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das wollen wir noch nicht. Ich glaube, wir wollen uns hier erstmal umschauen. Diese Insel waren wir ja gerade erst. Wir sind gerade erst angekommen, meine ich. Das meine ich. Wir sind gerade erst hier angekommen. Also, nee, was? Das fällt ja auch wieder woanders lang. Was? Okay, ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Ist das immer noch das gleiche Gebiet? Ja, oder? Unerklärlicher Tafelberg der Zeit. Ein Horn zu finden. Was? Und was stand beim anderen? Stand da ein Horn zu finden? Ich bin so verwirrt. Ah! Was stand hier? Nee, hier stand nichts. Den Jump schaffe ich nicht von da bis da, oder? Ich lasse es mal. Okay, gehen wir mal jetzt weiter. Komm. Ich muss mich jetzt mal entscheiden, ich muss jetzt mal Action machen. Boop. Back. So. Also hier gibt's ein Horn, eine Mission. Es gibt ja was zu tun. Mhm.
Aha, das ist eine Sackgasse. Gut zu wissen, dass ich hier mal einen Weg einschlage, der mich nicht wieder zu einem neuen Weg führt. Freut mich, freut mich. Hallöchen, Vögelein. Boing. Ey, der hat mich in den Tod getrieben. Und warum? Bro? Ich bin nicht dein Kuscheltier, ne? Könntest du es lassen? Könntest du es... Der ist ja komplett... Der kann mich ja gar nicht mehr angreifen. Und der? Der kann mich noch angreifen. Oh nein, ich wollte ihn nicht töten. Es tut mir leid, Kumpel. Nein. Rieb. Paar Sekunden nur noch. Wo lang? Hier oben lang wahrscheinlich. Okay, warte. Killen wir erstmal den. Und versuchen wir es erneut. So. Wo ist es denn? Ist es hier oben direkt? Es ist die Brücke. Wow! Also das zählt. Ich hab's rüber geschafft. Es sollte zählen. Ja, warum nicht? Boing und boing. Hier ist noch ein Knopf. Fällt der denn jetzt? Wo fällt der denn jetzt hin? Hier hin? Oh! In der super kurzen Zeit beide Knöpfe aktivieren. Hab's geschafft! Und dadurch habe ich irgendwas aktiviert. Boah, das ist aber richtig close. Aha. Die Musik ist entspannt. Tut so, als wäre es hier ein ganz chilliges Tutorial-Level oder sowas, aber... Nein, wir sind schon... Gegen Ende des Spiels kommen wir langsam, ja? Also, zumindest Base Game. Ah ja, ja, ja. Headkill ist auch schon excited. Ja, ja, ja. Bin ich da lang? Was gibt's hier? Nee, hier geht's woanders lang. Ich glaube, hier geht's zu einem neuen Gebiet. Ist doch keine Sackgasse. Ich glaube, ich will hier lang. Das sieht nämlich sehr interessant aus. Ja. Headkill wir auch. Ist auch dabei. Okay, Schalter, der aufmacht. Noch ein Schalter, der aufmacht. Ich glaube, hier werden wir mehrere Folgen dran sitzen an diesem Level. Einfach wegen der Erkundung. Höh! Aber jetzt komme ich doch... Okay, ich glaube, das ist ein Rückweg oder so. Oh, was? Ha? Boah, da komme ich ja gar nicht durch. Hä? Doch! Let's go! Ausgetrickst! Yeah! Ich glaube, das Gefühl, man soll das nicht so machen. Aber wenn es möglich ist, warum nicht? Oh nein, aber... Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Kann ich mich killen? Oder wenn ich dann... Wo bin ich? Ich bin in der Fallanimation. Da bin ich. Oh nein. Oh, okay, ich dachte gerade schon, ich habe das Spiel komplett vergisst. Also heute sehen wir wirklich super viele Bugs irgendwie. Also ich finde es ja lustig. Mir stört das nicht, aber... Trotzdem mal wichtig zu erwähnen. Okay, das war jetzt alles nur von Tokens, aber nicht schlimm, weil die Tokens machen wir sowieso alle, wenn wir 100% machen bei den Cosmetics, wo ich mir noch nicht sicher bin, was machen. Warum kriege ich hier kein Damage? Auch cool. Stacheln, ja. Sind halt Stacheln, ne? Was macht das? Moin, wohin? Ich kenne mich hier noch nicht aus. Ich habe mich noch nicht umgeschaut. Gib mir mal Heilung. Danke. Boah. Okay, wollen wir hier einen Green Star sammeln? Weiß ja nicht, aber ich habe schon das Gefühl. Hab dich! Nein! Aber ich glaube, von hier ist es vielleicht einfacher. Zu den jeweiligen zu kommen. Ne. Oder auch nicht. Nein! Boah, das ist echt schwierig. Wie will ich das anstellen? Ah, hier noch eins? Hier war auch noch eins. Okay. Nee. Nee, das schaffe ich noch nicht. Ich glaube, hier kommen wir dann nochmal wieder zurück. Irgendwie gibt es, glaube ich, ein Item, womit wir
schneller sind oder vielleicht die Zeit verlangsamen können. Oder sowas. Oh, come on! Das ist aber sowas von möglich mit dem Bike. Ich schwöre es euch, das ist möglich. Das ist machbar. Man muss es nur üben. Ich übe das jetzt. Bis gleich. Direkt fürs Try! Ich wusste, es ist möglich. Ich wusste es. Wo ist es jetzt eigentlich gelandet, das Ding? Da ich gerade freigeschaltet habe, wo ist denn das? Ach, hier ist das. Oh, nein, ich bin blind. Lul. Oh, das ist satisfying. Ich hab's geschafft. Wahrscheinlich soll man es nicht so machen, aber egal. Bike ist Beste. Und damit rufen wir neue Wege. Ja, neue Flaggen, die uns wieder irgendwo hinführen. Oder Banner, besser gesagt. Oh, das ist nur für einen Bonus? Du hast unerklärlicher Tafelberg der Zeit abgeschlossen. Ja, der Zeit ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort für diese Welt. Oh, lol. Ich wurde instant rübergezogen. Und hier ist ein Geschenk. Alles für ein... für den Oberkörper. Wir haben ja schon eine Halskette. Die wird wahrscheinlich da drauf passen. Cool, cool. Okay, nice. Dann, wieso leuchtet hier eigentlich noch was? Was bedeutet das, wenn es hier leuchtet? Doesn't lead to any peaks. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ja, Leute, hier werden wir einiges an Zeit verbrauchen. Aber hier gibt es auch so viel zu erkunden, so viel zu machen. Größtenteils Bonus-Zeugs, aber... Da habe ich nichts gegen, sag ich mal so. Kann man sich auch immer wieder aufheilen bei den Statuen. Also... Bisher ist das auf jeden Fall eine interessante Experience, hier zu sein. Boing. Boing. Und rüber. Und jetzt gucken wir uns mal hier um. Weil hier gab es ja auch noch mal, genau, hier gab es auch noch mal Banner. Zum Rübersliden da oben. Vielleicht können wir da hoch. Da leuchtet es irgendwie so cool. Darf ich hin? Vielleicht ist da ja... Oh, Glutgipfel. Einen Schatz. Okay, hier gibt es kein Horn. Hier gibt es einen Schatz. Wahrscheinlich ganz oben auf dem Gipfel. Dann klettern wir jetzt zuerst gleich nach ganz oben. Ist hier unten was? Ne, ist nur Lava, okay. Hier ist ein Treppchen. Wir haben auf jeden Fall jetzt genug Geld, um Chapter 3 abzuschließen, aber das machen wir dann noch. Das machen wir noch, wenn die Zeit soweit ist. Sagen wir mal nach diesem Chapter hier. Weil ich will es jetzt durchmachen. Ich habe jetzt hierauf richtig Bock. Checkpoint! Oh! Ein Checkpoint. Interesting. Das muss aber auch heißen, dass es hier irgendwo in der Nähe eine Verbindungs. Möglichkeit geben muss. Right? Also ich denke mal schon. Okay. Geschlossene Häuser. Okay, hi, Dude. Bin ich hier? Ich bin, ein bisschen überfragt. Ich glaube, ich soll hier drauf, oder? Ich schaff's auf jeden Fall hier drauf. Und hier geht's weiter. Aber ich will da lang. Oder? Wo führt mich das denn jetzt hier hin? Das führt zu irgendwelchen weiteren Lavabergen. Ich kann übrigens nicht loslassen. Ich habe jetzt schon losgelassen, schon lange. Ich drücke gar nichts auf meinen Controller. Und sie fährt immer noch weiter. Jetzt hört's auf. Lavakuchen! Okay, ein Hauptareal hier. Oder eine Hauptmission oder sowas in der Art. Hi, Dude. Willst du nicht reden? Ich hab einen Zaubertrick. Nee, da will mir nichts sagen. Da will ich mit mir reden. Oder die Area ist ein bisschen verbuggt. Ich habe keine Ahnung. Da waren wir drauf. Weil das schießt uns hier hoch. Oder gibt uns zumindest den Weg hier hoch. Okay, mehr ist hier nicht. Glaube ich. Ich sehe jetzt nichts. Noch ein Gegner. Ja gut, der kann mir egal sein. Und ich kann mal wieder Jahohohui machen. Jahohohui. Bonk. Ja, wie entstand hier so ein Ort? Weiß ich nicht. Warum wackeln die eigentlich? Ach so, weil die nach einer Zeit weggehen. Hm. Interessant. Kann ich auf dich drauf stehen? Versuch aufzuschießen. Aua, nein, da oben ist noch heißer. Aua, aua. Okay, es tut mir leid, Mann. Es tut mir leid. Oh, oh. Oh, oh.
Und Bams! Und Rums! Und Rumsidums! Rumsbums! Lass mich mal hier rüber! Aber nicht sterben, bitte! Nicht sterben! Weiter hoch! Weiter hoch! Let's go! Ist voll aufregend! Oh! Ding, ding! Hier muss ich warten, bis die alle gleichzeitig. Ja, hier muss man schnell sein! Was habe ich gemacht? Ich war aus dem Menü! Sorry, Leute! Aber immerhin habe ich das jetzt hier bekommen. Das ist wahrscheinlich jetzt verpasst. Weil ich es nicht bemerkt habe. Okay. Wunderbar. Perfekt gelandet. Easy peasy. Ja, klar. Meine 10-jährigen Kinder lasse ich doch auch mit einem Glumanda rumspielen. Warum soll ich denn nicht hier sein? Nochmal einen Backflip rein? Ja, der muss sein. Was? Ach, das führt mich dann zu einem anderen Ort hin. Da kann ich weg. Okay. Habe ich jetzt nicht nötig, aber wahrscheinlich gleich. Oh, das Ding geht kaputt. Die Dinger wollen mich killen. Muss dann immer aufpassen, wie die gerade leuchten. Und so. Okay, ich gehe erstmal weiter. Weil von hier aus kann ich auch noch wieder da runterspringen. Ne? Maybe. Hier ist ein Bonus. Nehmen wir mal mit. Kurz warten. Und nochmal aktivieren unsere Maske, damit wir noch einen Wollknäuel bekommen. So viele, aber ich kann doch keinen neuen Hut machen, oder? Nee. Falls es überhaupt einen neuen Hut überhaupt noch gibt. Oder wir schon alle haben, ich weiß es ja gar nicht. Kurz warten, sonst verbrennen wir unseren Hintern ab. Das machen wir. Ah, das muss ja nicht sein. Aber das war ein falsches Timing. Aber es klappt. It works out. Boah. Oh Gott, das war zu knapp. Hallöchen, meine Gegnerleins. Ich lasse euch mal allein. Und gehe weiter rein ins Lava-Küchelein. Wow, Checkpoint. Juhu. Bam. Da ist was. Da leuchten zwei Sachen. Eins krasser als das andere. Ich glaube, wir sind hier am Ziel angekommen. Aber hier gibt es noch ein. Oh nein. Ich muss abspringen. Oh Gott. Oh Gott, das ist alles für ein Wollknäuel. Hier gibt es aber sehr viele Wollknäuel. Und jetzt hier rüber, den Trickster. Oh, hier ist ein Hourglass. Also gibt es hier doch nochmal eine Mission? The Floor is Lava Achievements. Okay. Da bin ich jetzt mal beim Teleskop gespannt. Du hast Lavakuchen abgeschlossen. Okay. Die Blumen wachsen jetzt hier. Und so ein Ding fliegt weg. Gegen die Wand. Oh, what? Hä? Ich bin wieder am Anfang? Also, wollt ihr mir sagen, ich habe das komplette rote Bannergebiet abgeschlossen? Gibt es irgendwie 6 Gebiete oder so? Ne, 5 gab's, ne? 5 war es. Ha, ich bin, what? Warte, waren wir hier? Ja, hier sind wir lang gegangen, ne? Okay, dann gehen wir jetzt einfach ein benachbartes Ding besuchen. Einfach irgendeins in der Nähe, was hier rumliegt. Hier ist doch bestimmt noch eins. Oder? Irgendwo? Hier oben? Ich bin verwirrt, wo bin ich überhaupt gerade? Ah ja, hier war das Horn. Genau, hier sind wir gewesen. Stimmt. Richtig? Ja, dann kommen wir hier lang. Hier waren wir alle nach der Reihe lang. Oh, warte, hier unten ist auch noch eins. Ah, hier unten ist auch noch eins. Komm, machen wir das hier. Das ist so versteckt. Dann machen wir das hier. Oh Gott, hier gibt es einiges zu erkunden. Und, ja, das war auf jeden Fall nicht die erste Hourglass. Aber ist ja auch egal, welche Reihenfolge wir es machen, denke ich mal. Okay, ich glaube nicht, dass jegliche Sandstrohne hier gelangen sind. Egal. Wir gehen trotzdem mal hier lang. Und schauen uns das an. Wuhu! Das ist eine coole Reise. Ziegenraffinerie. Ein Schatz. Stimmt, haben wir eigentlich den Schatz gefunden bei dem einen Ort? Oh Gott, ich werde hier wahrscheinlich super viel Backtracking machen müssen in dieser Welt. Super viel kompliziertes Backtracking. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich weiß nämlich nicht. Wir machen es trotzdem. Wait, what? Also einmal, wait, what? Und zum anderen, wait, what? Wo muss ich lang? Ich dachte, hier geht's lang. Hier gibt's ja gar nichts.
Nur den Tod. Boah, wie lange ich falle. Hä? Vielleicht komme ich hier noch gar nicht weiter. Oder so. Oder vielleicht einen anderen Hut. Muss ich zu Eis werden? Nee. Die Maske hilft mir auch nicht. Nee. Hexenhut. Zauber wirken. Bumm. Nee, ich komme noch gar nicht weiter. Stimmt, was sagt denn eigentlich jetzt mein Hut? Hut sagt, ich soll da lang. Folgen wir mal dem Hut, dann immer noch. Der weiß immer, wo es lang geht. Yeah. Okay, hier gibt es noch nichts für uns. Ich glaube, das hier ist vielleicht ein Gebiet für später. Na gut, schade. Eieiei. Ziegendorf. Stimmt, Ziegendorf haben wir abgeschlossen, hat er gesagt. Genauso wie das Lavadorf oder was auch das war. Hut sagt, da ist das Hauptziel. Okay, kann also sein, dass wir mit Hilfe dieses Banners dahin kommen. Schauen wir mal. Das stimmt. Doch, das sieht so aus, als wäre hier der normale Main Path, oder? Vogelpass-Abzweigung. Achso, das ist hier nur eine Zwischenverbindung. Okay. Okay, dann will ich hier lang, wenn hier ab. Wenn hier keine Verbindungsarten mehr möglich sind. Ich bin total braindead jetzt. Weil ich so überfordert bin. Es ist too much. Gibt es so viel. Ich will lieber so ein Kapitel nach dem anderen machen. Da muss ich nämlich nicht zumindest so nicht so viel mich umschauen. Okay, fangen wir mal dem hier. Oh ne, das fließt woanders hin. Das ist wieder in so Lava-Gipfelgebiet. Aha. Miaus geraubtes Dorf. Süß. Ich würde deinen Hut hier fester greifen. Ah, hier gibt es auf jeden Fall einen Schatz, haben wir gerade gesehen. Gibt es einen Schatz? Okay. Sind hier böse Raubkatzen? Ich habe das Gefühl, die Antwort ist ja. Warte, hier waren wir doch. Oder? Hey! Hey, komm her! Geht doch. Waren wir nicht literally genau hier Anfang des Parts oder so? Oder ist das hier ein anderer Ort, der einfach nur ähnlich aussieht? Wow. Toll. Ganzen Weg wieder hochklettern. Und da kann ich von hier aus hochklettern. Nee, das hat keine Collision. Warum auch immer hat das keine Collision? Wie unnötig. Mann. Ach, nein! Oh Gott, was mache ich hier nur mit meinem Leben? Ja, das sind so Fragen, die fragt man sich. Und die Antworten kriegt man nicht. Okay, ja, komm, ist mir egal. Ein Stück. Da weine ich jetzt nicht drum. Ich bin mir sehr unsicher, ob wir hier schon waren oder nicht. Süß. Bisschen kommt. Nee, hier waren wir noch gar nicht. Oder? Oder ich bin nicht verrückt, oder? Oder? Ich bin nicht verrückt, oder? Warum kann ich hier ein Fahrrad drauf fahren? Okay, egal. Vielleicht gibt es hier drüben irgendwas. Waren wir hier vielleicht? I don't know. Aber die Kamera sagt, auf jeden Fall gibt es was. Und zwar... Ey, was hat er mir geklaut? Was war denn das? Hä? Was hat er denn mir geklaut? Ich weiß es nicht einmal. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Was ist das hier? Eine Kiste mit ja, die Spitze von einer Torte. Und das war auch schon das mausgeraubte Dorf. Ja. Interessant, Leute. Ich würde sagen, beim nächsten Part wissen wir dann mehr, während wir uns dann hier umschauen. Ich renne jetzt irgendwie wieder zurück zum Anfang. Oh, warte mal, hier ist noch was, hier ist noch was. Moment, hier ist noch was, hier ist ein Token. Wo bin ich hier überhaupt? Irgendwo außerhalb. Okay, cool. Wir haben was gefunden. Yay. Dafür müsst ihr jetzt ein Like da lassen. Und einen Zap da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wie hat er mir was geklaut? Naja, egal. Wir sehen uns.